Aber ich habe ein neues Schiff. Warum nicht? Ich habe ein neues Schiff und alles. Diese Piraten stehen unter dem Einfluss von den Pocken. Da wir es waren, die diese Pocken hervorbrachten, ist dieser Konflikt auch unser Fehler. Wir bleiben hier und helfen, das alles ins Reine zu bringen. Aber... Ich kriege das hier hin. Aber du musst deine Hände... Entschuldige, ich meine, du musst diese Beschwörungsartefakte in deine Hand bekommen. Sie sind der Schlüssel für alles. Aber... McGillicuddys Männer haben sich irgendwo versteckt. Bevor du gekommen bist, wollte ich auf Roh Island einen Hinweis nachgehen. Und LeChuck habe ich nach Spoon Isle wegen des Dritten geschickt. Hört sich LeChuck? Ja. Du hast ihn gehen lassen? Du hast ihm einen Auftrag gegeben? Ja, keine Sorge, Liebster. Er ist ganz harmlos. Warte mal, ich glaube gerade gehört zu haben, wie du LeChuck, diese fürchterliche, dämonische, geisterhafte Ausgeburt des Bösen, diesen Piraten LeChuck, als harmlos bezeichnet hast. Wann ich wohl angefangen habe zu halluzinieren? Guybrush, er ist eben anders. Ich habe jetzt keine Zeit zum Diskutieren. Er ist auf unsere Hilfe angewiesen. Mit kleiner, mutiger Nein. Nein. Nö. Negativ. Ich bin für nö. Nö. Ach, bitte. Bitte, mit Sahne. Nein. Nein. Ach, bitte. Bitte. Die klimpert aber ziemlich mit den Augen. Nein. Nein. Bitte. Negativ. Negativ. Komm schon. Ja. Okay, gut. Ach, ach schön. Dann wirst du also mein bester, persönlicher Beschützer-Pirat sein und diese Beschwörungsartefakte besorgen, wenn ich die Jungs hier hinhalte? Na gut. Danke, mein Schatz. Okay, wie wäre es, wenn jeder sich einen dieser Beschwörungsgegenstände nimmt und dann alle getrennte Wege gehen? Ah, wozu soll das denn gut sein? Ich werde Ihnen niemals die heiligen Gegenstände überlassen. Na gut, was schlagen Sie beide denn vor? Gib mir die Beschwörungsartefakte. Ihr werdet sie nie bekommen. Okay, jetzt dürfen wir die Artefakte finden. Sind heilig. Ich werde sie nicht uns unter den Nagel reißen und damit wir den Sponger Grande bekommen. Okay, wir sehen uns jetzt hier einmal ein wenig um. Und wenn die jetzt nicht im Hintergrund so laut quatschen würden, könnte ich auch leiser sprechen. Gehen wir mal hier lang. Die Lampe kann man nicht... Hallöchen. Sehe ich das richtig? Hier werden Schiffe repariert? Du schon wieder? Hatte ich nicht gesagt, dass du hier nichts mehr zu suchen hast? Ganz besonders nach dem furiosen Auftritt im königlichen Aquarium. Aber ich... Nee, ich mach doch nur Spaß, mein Hübscher. Ich bin's, Anemone. Oh, da hast du mich aber kalt erwischt. Wie bist du denn hier hochgekommen? Ich bin geschwommen. Also, womit kann ich dir helfen? Ich muss meinen Mast reparieren lassen. Ich muss meinen Mast reparieren lassen. Aber sicher. Möchtest du eine notdürftige Reparatur oder einen Austausch deines Hauptmastes? Tja, es ist nur ein Riss. Da müsste eine notdürftige Reparatur ausreichen. Siehst du? So läuft das bei ihm. Eine notdürftige Reparatur macht meistens genauso viel Arbeit wie ein Austausch. Aber du wirst sicher viel früher wieder dasselbe Problem haben. Ich werde dir einen vollwertigen Ersatz für deinen Hauptmast besorgen. Bin sofort wieder da. Okay, dann holen wir uns halt einen neuen Mast. Warum geht mir dieser Song schon aus dem Kopf? Das hätten wir. Alles repariert. Dein Mr. Winslow hat sich um die Rechnung gekümmert. Netter Kerl, dieser Reggie. Hatte vielleicht einen Vetter? Könnte ich einen Köder haben? Könnte ich einen Köder haben? Klar. Wie möchtest du dafür bezahlen? Ich kann dir einen Grünpapagei zum Tausch anbieten. Tut mir leid, die nehmen wir nicht. Oh. Wir nehmen auch keine Schecks, Reiseschecks oder Tauschwaren.
weder aus- noch inländische Währungen. Du nimmst keine inländische Währung an? Was nimmst du denn an? Coupons. Coupons? Coupons, ich wär blöd. Ja, fette Burger King Coupons, ich hatte da letztens welche in der Zeitung. Da habe ich einen Stoß. Komm, Guybrush, hier hast du ein paar. Du verkaufst also Köder und reparierst Schiffe. Du verkaufst also Köder und reparierst hier Schiffe? Das ist eine merkwürdige Pavillon. Nun, es sind harte Zeiten. Manchmal muss man das eine oder andere Geschäft mitnehmen, um genügend Sanddollar zum Leben zu haben. Das ist echt hart. Wenn du das für schlimm hältst, dann musst du wissen, dass das hier früher ein Köderladen und ein Pizza-Imbiss war. Und nicht einmal dann verkaufe ich auch nur eine Sardelle. Aha. Wie hast du nur mein Schiff so schnell repariert? Wie hast du nur mein Schiff so schnell repariert? Ich sag dir doch, ein Mast zu ersetzen ist ein Kinderspiel. Am Strand von Spoon Isle gibt es eine Menge Bäume, die sich perfekt als Mastbaum eignen. Außerdem wachsen sie direkt am Wasser. Und so konnte ich mir problemlos einholen. Dann ließ ich mich zu deinem Schiff treiben und nach 2-3 Handgriffen war alles erledigt. Es ist ja echt schnell. Wegen der Bäume auf Spoon Island? Diese Bäume auf Spoon Isle, kann die sich jeder einfach nehmen? Rein theoretisch schon. Aber sie haben ein stolzes Gewicht. Das würde ich daher lieber den Profis überlassen. Aha. Ich brauch heute wohl nichts mehr. Wir sehen uns. Ich brauch heute wohl nichts mehr. Wir sehen uns. Sei doch nicht so abweisend. Was ist denn hier abweisen? Du willst doch keine Währung, sondern nur Coupons. Können wir doch nichts für. Will sich immer fett beim Burger King was holen. Das voll reduziert. Haben wir etwas? Ah, die quatschen schon wieder so laut. Das gehen wir mal hier lang. Und wie ich es vermisst habe, Gedenktafel. Geschütztes historisches Denkmal. Kein Teil dieser Konstruktion darf zu irgendeiner Zeit verändert oder entfernt werden. Erlassen und verfügt Häuptling Beluga. Ich weiß, dass ich meinen Atem 10 Minuten anhalten kann, aber in einer Bücherei habe ich es noch nie so lange ausgehalten. Glänzend. Hallo, Seemann. Quatsch mal mit dir mal. Hallo, schwammige Fischperson. Hallo, pummeliger Mensch. Ich heiße Tetra. Hi, ich bin Guybrush Threepwood und... Pummelig? Bist du zu unserer Bücherei gekommen, um etwas über die reichhaltige Kulturgeschichte der Vakalians zu lesen? Nein, ehrlich gesagt. Aber ich hätte da ein paar andere Fragen. Und pummelig bin ich überhaupt nicht. Ja, wir sprechen mit Tetra, wie dem Pack, ne? Erzähl mir etwas über die Geschichte von Erzähl mir etwas über die Geschichte der Vakalians. Wusstest du, dass wir Merfolk vor Jahrhunderten die Evolution umgingen und mit der Wissenschaft der Vakalien Beine erhielten, um an Land gehen zu können? Nein, ich kann mit Gewissheit sagen, dass ich das nicht wusste. Wir benutzten dieselbe Technologie, als wir für unsere Rückkehr ins Meer wieder unsere Schwanzflossen anbrachten. Es ist faszinierend. Ja, total faszinierend. Dieses ganze Wissen und noch viel mehr kann hier in deiner örtlichen Bücherei abgerufen werden. Aha. Je etwas über einen gewissen D. Kaff gehört, ich soll ihm das Medaillon bringen. Je etwas über einen gewissen D. Kaff gehört, ich soll ihm dieses Medaillon bringen. Oh ja, der war hier ununterbrochen in der Bücherei und interessierte sich für Bücher über Seeschwämme, Meeressäuger und mythologische Schätze. Ein bisschen Gaga war er schon, wenn du mich fragst. Seeschwämme, hä? Wann hast du ihn das letzte Mal gesehen? Oh, das ist schon sehr lange her. Viel Glück bei der Suche. Danke. Weißt du, ich hätte auch gern ein Buch aus der Bücherei. Weißt du, ich hätte auch gern ein Buch aus der Bücherei. Ich wusste es. Was kann ich dir bringen? Wie wäre es mit etwas Historisches vom politischen Indik? Vielleicht ein heiterer Roman? Wie wäre es mit einem Liebesroman? Nee, ich habe schon meine Meinung geändert. Nee.
Wie wär's mit dem Obersten? Wie wäre es mit etwas Historischem, voll mit politischen Intrigen? Klar! Oh, ich hätte eins, das gefällt dir bestimmt. Bin gleich wieder da. Hier, bitteschön. Eine Stadt der Schwanzflossen. Eine fundamentale Analyse der Gründe für den Ausstieg aus dem Meer und für die Unvermeidbarkeit der Rückkehr. Ich glaube, das schon mal gelesen zu haben. Trotzdem vielen Dank. Ich hätte gern ein anderes Buch. Klar. Nach was suchst du? Wie wäre es mit einem kitschigen Liebesroman? Bin sofort wieder bei dir. Ich habe da genau das Richtige. Die Bewegung des Meeres. Oh, das hört sich schwungvoll an. Eine präzise Aufzeichnung der Spinner-Cake-Zeitenwechsel in den vergangenen 50 Jahren. Oh. Weißt du was? Leg das hier bitte für mich zurück. Was ist denn mit diesem Gebäude los? Was ist denn mit diesem Gebäude los? Das ist unsere Bücherei und unser Kulturarchiv. Hier findest du gesammelte Informationen der letzten Jahrhunderte über die Evolution der Vacalien. Sie steht auch unter Denkmalschutz. Sie wird also für immer hier sein. Aber sie ist ja unter Wasser. Aber natürlich. Wir haben sie schließlich versenkt. Warum? Die Bücherei wurde im Zeitalter unseres Landgangs gebaut. Aber als unsere Rasse wieder ins Meer zurückkehrte, fanden wir, dass auch unser Wissen folgen sollte. Werden dadurch nicht alle eure Bücher feucht? Ja. Das ist schon so. Okay. Okay, tschüss. Das war jetzt genug Schulweisheit. Ich muss mich um Piratensachen kümmern. Los, hol sie dir, mein Schwertkämpfer. Okay, jetzt haben wir mit Tetra Pak geredet. So. Boah. Seid mal leiser, du Statue. Guckst du dir an? Warum hätte ich diesen unkontrollierbaren Drang, Fischaugen zu pieksen? Unser Volk wird nicht nachgeben. Gerechtigkeit ist blöd. Nun, wir entscheiden, wer die Artefakte bekommt, nicht ihr. Könnte ich etwas sagen? Das ist sinnlos. Ich will sie alle. Ihr werdet sie nie bekommen. Wie es wohl ist, durch die Augen eines Fisches zu sehen. Wow, alles ist vergrößert und aufgeblasen. Klasse. Ich werde nicht verraten, okay. Junkbait-Insel-Passierschein. Gültig für 24 Stunden. Da müssen wir uns direkt beeilen. Das ist der Ehering, den ich Ihnen gegeben habe. Ohne Flug, ja. Ah, weg von denen. Hübsches Floß. Darf ich mal? Hey, nicht ohne Passierschein. Ich hab einen Passierschein. Hier. Komm. Bitte sehr, ein offizieller Vekalianer Passierschein gültig für 24 Stunden. Da wette ich drauf. Hä? Du hast das Floß für den ganzen Tag. Komm einfach an Bord und segle mit ihm durch die Jerkbait-Insel. Danke. Dann mal rauf da. Juhu. Row Island. Ich bin hin unterwegs. So, mal gucken, was hier so abgeht. Wie sie nur aussieht, völlig unbewohnbar. Mit Erinnerungen an meine Studentenbude. Ganz klar, das ist Dekaba. Das muss sein Zuhause sein. Sieht allerdings aus, als wäre er Jahre nicht mehr hier gewesen. Was wohl das wurde? Mal gucken, was er so hier hat. Eine Seekuh. Hey, Matt! Es ist ein singendes Seekuh-Spielzeug. Dann betätige es, ja! Muss wohl kaputt sein. Oh. Der Weg des Mauls. Sehr interessant, Fotografie. Oh, das ist ja süß.